herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistence mit den Sistern hier. Die Sister sind die Julia, die Susi und die Caro. Hallo ihr drei. Hallo. Hi. Und wer unsere Folgen auch aus einer anderen Perspektive sehen möchte, der schaltet bei der Julia auf dem Kanal mal ein. Dort findet ihr schöne Let's Plays, unter anderem dieses hier. Der Link ist unter dem Video in der Beschreibung zu finden. Und dann würde ich mal sagen, dem Morgen graut. Es graut dem Morgen. Und wir sollten loslegen. Ressourcen, 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 meine Damen. Was für welche hättest du denn gern? Sehnen. Ach so, das kann ich nicht. Schwarze Wölfe. Auch nicht. Susi bringt sie frei Haus. Ach so. Ja, ich habe ja auch in der Nacht schon mal ein bisschen was gecraftet hier. So ein paar von den blauen Elektroteilen, weil ich will ja mir so einen Bohrer hinfriemeln hier und auch für weiteren Strom sorgen. Du meinst diese Platinendinger? Ja, da. Genau, die habe ich ein bisschen gemacht. Mehr kann ich nicht machen, mir gehen die Muscheln aus, aber das dürfte auch reichen. Ich möchte nämlich den Bohrer machen. Ja. Achso, dann wollte ich ja. Susi reicht nicht ein Wolf, Susi muss beide nehmen, den schwarzen und ich den. Ich komm da nicht ran an den schwarzen. Das ist das ganze Problem. Halt's Maul. Halt's Maul. Weißt du, das Ding an der Sache, ich stehe daneben, ich könnte ihr helfen, aber ich finde das gut, dass ich das mal so in der Kamera drin hab. Ja, aber der kommt bis auf die Plattform, ne? Ein Punkt hat er noch, ein. War doch drei, ne? Für einen Punkt hast du jetzt eine Kugel verschwendet, dein Ernst? Ja. Ich drei. Hab ihn gejagt und ich darf das. So, weiß Bescheid. Da. Ja, mein Schatz. Noch eine. Fand er das den Pfeil viel teurer für. Die Kugeln kriegst du tatsächlich in jede Kiste. Die Platine. Oh, wir haben minus 7 Grad. Die Platine braucht ja Perlen, ne? Ja. Ja. Wenn ihr keine habt, jetzt gibt's keine, solange zugefroren ist. Ja. Das weiß. Ist so. Ich habe die jetzt auch quasi bis auf zwei alle verbraucht. Moment, hier ist meine. Sorry, dass ich gerade einen Wetterbericht mache, aber wir haben jetzt minus 9. Ja, ist ein bisschen frisch draußen. Minus 6 heute, ist so kalt heute. Ja, ist Januar, kann passieren selbst im Januar. Mit Jacke? Ja, selbst mit Jacke. Hab ich jetzt Frostbeulen. Selbst mit Jackson. So, das da rein. Und die auch da rein. Da sammle ich nämlich mein Zeug für. So. Gut. Da ich ja Alzheimer habe, muss ich schon wieder gucken gehen, was denn da war. Machen wir zuerst hier. 120 Masse Villa. Ja, ich lasse jetzt unser erstmal alleine aufsteigen. Ja, ich auch. Und geht dann aber langsam, helfe ich nach. Ey. Ja, finde ich auch. Aber das habe ich in der letzten Session schon bemerkt, dass das echt lange dauert. Bis da mal die BKE voll geht, ne? Ich beobachte das mal gerade. 69, mein Gott. Ja, da mache ich die Maschinen nicht an, weil der Massengenerator, der frisst Strom, da ist also eine wahre Freude. Ja, ja, 3 noch was, 3,50 oder sowas, ne? Guck ich. Haut da raus. Oh, ich sehe einen grünen Balken und bleib immer gleich erstarrt stehen, dabei war es nur ein Karnickel, ey. Ja, das ist so. Aber die weißen Wölfe sieht man halt immer so schlecht. Ja, nochmal gucken, ob ich auch noch ein bisschen was sammeln kann. Ich müsste aber erstmal noch ein bisschen Gemüse hier. Ja, ich glaube, so geht das. Ist ein Dreckswetter hier. Wo ist der Wolf hin? Der ist despawned oder was? Der zieht sich jetzt wahrscheinlich eine rote Zipfelmütze an. Schwarze Stiefel, einen schwarzen Gürtel und dann kommt da. Jingle Bell, Jingle.
Ne, es geht ja so schlecht im Januar. Ja, es geht genau, schon. Weihnachten hatten wir schon. Wir hatten schon Silvester gefeiert. Ja. Ja, gibt viele, die erst am 5. Januar Weihnachten haben. Ja. Stimmt. Bleib, wo du bist. Aber es müsste schon bald Februar sein. Gott sei Dank, ich deswegen mal ein bisschen Minze, dass wir hier mal ein bisschen Sprit dran kriegen, ey. Das ist doch keine Minze, das sind Heilkräuter. Das ist auch eine Minze. Hab ich mir auch schon überlegt. Das sagst du immer wieder, hier noch Minze. Und ich dachte immer, gut, das ist das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe. Ich meine Heilkräuter, liebe Caro. Ja, ja, inzwischen habe ich es aufgeschneidet. Die liebe Julia hat ja recht. Aber ich, für mich ist das Minze. Das sieht auch aus wie Minze. Ja, ja. Genau. Pfefferminz. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz, liebe Julia. Boah, jetzt hat er mich gebissen, der Wolf. Ich dachte, der wäre weg. Ich habe den erst gar nicht gesehen. Ich hörte einen Wolf knurren, als ich eine Tüte, also eine Kiste aufgemacht habe, lauf ein Stück weg, nimm die Knarre und sehe den erst gar nicht und beißt er mir in den Arsch, ey. So ein doofes Vieh. Siehst du, kannst du das Fahrradfahren ersparen. Ehrlich. Lockpick-Kiste. Schon wieder? Hört jetzt gefälligst mal auf damit, ich will auch mal eine haben. Ihr greift die alle weg, ne? Wo ist die denn? Spielplatz unten, vom Strand hoch. Ich bin am Strand, ich bin am Mahnbaum. Ja, dann weiter nach rechts. Höher und rechts. Ich sehe dich, ich hab dich gerade gesehen. Komm hoch mit dich auf die Spielwiese. Geh mit dich auf die Spielwiese. Glaube ich am einfachsten. Kommt noch ein Blizzard, hey. Ja, es ja sieht so aus, ne? Minus 8. Und ich bin auch verletzt und ich werde auch schlecht wieder gesünder, wenn ich hier rumlaufe. Hast du Medipack? Alles ist gut. Alles ist gut. Ich hab 53. Oh, das ist ein Wolf auf dem Eis. Aber ich bin halt nicht richtig fit, ne? Und der holt sich dabei, der Kälte auch so schlecht. Wo bist du denn? Wenn du sicher stehst, einmal kurz in die Luft gehen. Ja, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Alles, was ich sehe, ist ein Karnickel. Ey. Da ist Susi-Leinchen, siehst du, geht doch. Super. Ja, oh Gott. Genau das, was ich brauche. Das ist Wetter und zu Hause und 20 Eisenfragmente. Sehr schön. Geil. Oh, ich glaube, ich gehe nach Hause. Das ist mir echt zu laut. Ja, das ist erstmal laut und zweitens zu kalt. Nein. Minus 5, ich friere aber nicht. Ja, wir haben ich habe den Pullover hier an und die Jacke drüber. Ja, ich auch. Und hier ist minus 9. Ja, ihr seid weiter im Norden, ne? Und... Ich hab schon 10 Lebenspunkte verloren. Ja, ich auch gerade. Komisch, so der Rand wird immer blau statt rot. Ja, ja. Dann ist es wirklich kacke am Dampfen. Oh, den hatte ich schon. Bist du satt gegessen, Caro? Ja. Gut. Ja. Stell mich mal ein bisschen an den Ofen. Ja, ich gehe auch bei dir jetzt zum Ofen. Friere mir den Hintern ab. Trieb ist gerade ruhig. Hier stehen alle Türen sperrweit offen. Ja, das hat keinen Einfluss. Nee. Aber wenn du dich ans Fenster stellst, wird es kühler. Hast du ja selber getestet. Ja. Julia. Ja, ja, das ist klar. Aber ich glaube, das ist egal, ob Fenster Glasscheibe drin ist oder ein offenes Fenster. Ob das einen Unterschied macht, das müsste man ausprobieren. Ich glaub's nicht. Nee, falsche Kiste. So. So, wie sieht's denn aus jetzt hier mit ein bisschen Masse? Er ist immer noch nicht da. Mir fehlen echt die Kisten hier. So unfassbar. Ich wollte gerade drum rumlaufen und wollte einen Samen holen. Und dann denke ich, ups, wo ist die Kiste? Ach, die ist ja da. Und Gnä. Hä? Kiste weg? Lass mal hier, was haben wir noch? Hä? Ach, die hast du noch. So. 10 Bretter. Ja, so langsam Stück für Stück, peu à peu kommen wir voran, ne?
Ja, aber ja, mach ich nur Stück für Stück, weil es ist Winter. Für Winter kommen wir recht gut voran. Ich weiß nicht, wie es bei Julia aussieht, aber wir kommen... Ja, ich komme natürlich langsam voran, weil ich alleine mache, aber das ist kein Problem. Ich habe keine Probleme. Alles gut. Ja, ja. Das Fett. Der Schokoriegel. Ah, das. Mir fehlt Kleber. Du hast doch bestimmt Geweihe, oder? Was kostet denn? 4 Öl, 3 Geweihe und 50 Asche. Machst du dir ein Fenster? Nein. Okay. Und den Klebstoff für... Ich will noch einen zweiten Panel oben aufs Dach stellen und ich will den Bohrer machen. Da bei dem Wetter bleibe ich zu Hause und sammle das ganze Zeug schon mal zusammen. Was war das? Ach, ein Kaninchen. Garnickel. Ein Garnickel? Ein Garnickel, ja. Ein Herz, was bist du? So. Oh Mann. Das dauert zu lange. Eisenherz, du frierst. Nee, echt jetzt? Und wenn ich baden gehe, sagt er, ich bin nass. Merkwürdig, oder? Ja. Ist eigenartig, ja. Spannendes Spiel. Spannendes Spiel. Spannungsspiel und Schokolade. Ja. So, ich glaube, ich stelle mich wieder kurz hin. Bin ich? Falsch. Gott, Winter hoch 3. Ja, ne, ich mag gar nicht rausgehen. Da fängt man nicht automatisch an zu klappern, ne? Kannst gar nicht so schnell zittern, wie du frierst, aber ich friere im Moment überhaupt nicht. Draußen minus 3. Ja. Zu Hause? Da läuft noch wer draußen rum, sehe ich gerade. Und klöppelt Holz jetzt, ja, ja. It's me. It's me, it's Mario. Hm. Bart? Der auch, ja. In deinem Englisch müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. So ein little bit. Ja, ja, klar. So, Lockpick-Schlüssel fertig. Ich lasse die Motoren laufen, damit Strom ordentlich reinknallt, ne? Peng, peng, peng. Weil, wie hatte ich die eine Folge genannt? Ohne Sprit kein Sprit. Ja, das habe ich gesehen. Ja, ich meine, hat ja recht, ne? So, kann ich jetzt nochmal raus? Oh, ich habe so viel Zeug in meinen Dings. Mein Dings. Das kann da. So. Schauen wir mal, welches war jetzt was? Ich glaube so. Das kann dahin. Kann dahin, das kann dahin. Die Maden brauche ich auch nicht mitschleppen, oder? Maden können wir wieder ganz gut gebrauchen, wenn wir diesen das komische Teil da haben, das Gerät, was die Mahn frisst und das Masse kriegen. Ja, genau. Massefabrikat, nee, das heißt doch, anders. Fabrikator, genau. Ja, was ist doch Generator, der Masse? Doch, war der Massefabrikator. Genau. Okay, ja, und der kriegt die Mahn. Unter anderem.
So, nochmal für Holzknöpfen, nochmal auf die Wiese, da wird doch bestimmt noch was zu holen sein, oder? Die letzte Runde. Das stimmt. Weil freigemacht haben wir ja eigentlich. Ja, eigentlich eine ganze Menge. Ja, deswegen sollte da echt was zu finden sein. Siehst du, Karo hat schon. Sehr schön. Jächen, Jächen, da ist Kalium. Da war auf jedem Platz ein Nagel drin. Ja, manchmal sind die Kisten wirklich merkwürdig, ne? Mhm. Anstatt alle auf einen zu tun. Sieht danach mehr aus, aber ist ja trotzdem nicht mehr. Ach. Ah, die Würmer sollen wir einsammeln. Ja, wir haben jetzt rausgefunden, dass wir damit auch schön Dinge tun können. Dinge tun. Also das fallen schon, wenn ich an Maden denke. Lass uns Dinge tun, Kopfkino. Das ist aber dein eigenes Kopfkino. Da bin ich jetzt unschuldig dran. Na, Wolf, kriegst mich oder kriegst mich nicht? Ja, du willst mich. Naja, ich hab du hast mich schon gerochen. Ne? Geh weg. Ich will dich nicht. Boah! Meinst du? Ich glaube, wenn wir jetzt weiter so machen mit Minze und mit Fett, dann können wir echt für richtig Strom sorgen, Susi. Naja, wir bräuchten tatsächlich einen Stall, um richtig Fett zu produzieren, ne? Weil die Hühner geben das Fett und wir bräuchten natürlich auch noch die Federn, ne? Die sind ganz gut. Soll ich mal gucken, ob wir einen Stall rankriegen? Ja. Weil ich hätte für 2 Minuten ein lebendiges Huhn auf Tasche. Das schaffe ich nicht mehr. Der hat ja länger beim Herstellen. Das schaffe ich nicht mehr, weil Masse nicht da ist. Ich hatte dir ja gerade einen Lockpick gemacht, deswegen muss die Masse jetzt echt wieder steigen. Also ich hätte Bretter auf Tasche, falls du die brauchst. Was hast du denn? Ich habe mir einfach zwischendurch Bretter gemacht. Ich hab's genau gesehen. Der Fuchs ist, der Wolf ist gerade gespawnt. Nee, der hat einen Satz nach links gemacht. Ohne sich zu bewegen. So, zuck. Gebeamt. Der hat, ach so, ja. Das ist aber nur, das ist aber gefährlich, wenn man nicht Host ist. Da habe ich einen Vorteil. Das dürfte bei mir eigentlich nicht passieren. Warum? Ja, weil ich Host bin, weil das Spiel ist so, wie ich das mache und ihr kriegt das manchmal, das hat nicht so ganz... Warum machst du solche Dinge? Ich mach doch gar nichts. Du hast doch gesagt, das Spiel ist so, wie ich es mache. Ja, wie das bei mir läuft und ihr kriegt eben die Information, welche Gegenstände, Person oder NPU bei euch eben hier bei mir sind. Und wenn jetzt dann im Internet das mal irgendwie stöcken bleibt, dann korrigiert ihr das später mit so einem Sprung. Das hatten wir auch im Rising World schon. Wenn wir mit 5 Mann über die Wiese reiten, dann ist manchmal auch so ein bisschen... Oh, das stimmt, ja. Das lässt sich auch nicht ganz vermeiden. Je besser das Internet und je schneller, desto weniger ist das natürlich, ne? Das ist einfach ein bisschen gefährlich, wenn man so denkt, okay, so reicht das knapp. Ja. Plötzlich steht daneben, ja. Ja, ja, klar. Lidde. Hat die mir auf die Kiste weggenommen? Ist mir egal, ich finde auch andere Plätze. Wer hat die Kiste weggenommen? Da war eine zweite Kiste, jetzt ist keine Kiste mehr da. Was ich habe keine zweite Kiste. Hier war eine zweite Kiste. Ja, die habe ich weggenommen. Ach so. Ganz ruhig, bleib ruhig, da passiert nichts. Ich habe gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Ich war das. Tief durchatmen. Calm. Oh Mensch. Da steht demnächst wieder eine. Alles gut. Ich habe eine andere gefunden. Oha. Oha, das war Eisenerz.
getroffen. Ah, nicht getroffen. Boah, Strom ist ja schon schön da. Hast du denn das Teil schon, wo man das verdorbene Essen und so reinmachen kann? Nee, das okay. So weit sind wir leider noch nicht. Den das Schredder? Kriegen wir noch nicht, das Ach. Kriegen wir echt noch nicht. Den Schredder, den kriegen wir echt noch nicht. Das bringt ja auch nicht viel, es sei denn, die haben da was dran geändert. Da wirfst du alles Mögliche rein, dann kriegst du, da musst du noch Strom bezahlen, um dann Masse dafür zu kriegen. Ja, aber ja. Wenn du Maden da reinschmeißt, das wird ganz gut, das Zeug. Also. Du kannst. Ich weiß gar nicht, was ein Stack Maden bringt. Ich weiß nur, dass ein Stack Fiber gibt dir 50 Masse. Maden weiß ich nicht, ein 100er weiß ich nicht, was das bringt, habe ich jetzt nicht im Kopf. Das finde ich schon viel, ne? So, ihr lieben Liebenden, ich werde mich mal an die Kühlschrankaufwertung machen. Was war das denn? Irgendwas meine ist irgendwie Spitzhacke. Gut gegangen, ne? Ja, gerade eben. Spitzhacke. So. Wie gibt's zwei. Abbau. Ein Seil. Könnte ich ja machen, oder? Ja. Das wäre möglich. War das jetzt noch? 8. Dann hatten wir doch einen Barren, hatten wir noch hier drin, ne? Genau. So, ich werde den Kühlschrank jetzt das erste Mal aufwerten, Susi. Ja, klar. Nee, werde ich nicht. Ich muss noch auf die Masse warten. Stoff. Gib Stoff. Brauchst du Stoff? Nein. Gib Sprit. Also gib Ach Masse. So. Gib ja, okay. Gas. Hau die Jacke hinterher, oder? Keine Ahnung. Ach, ist das heute jetzt. Wird's gegen Abend noch richtig schön. Draußen? Ja. In dem draußen oder richtig draußen? Na hier. Im Spiel. In-game, ja, weil im Real Life war es der ganze Tag schön hier. Also die Luft ist nicht gut. Sagen wir es mal so. Warm ja, aber Luft nicht gut. Irgendwas knurrt hier, ich kann aber nicht genau gucken, ob ein oder zwei in der Nähe sind und von wo das genau. Ja, das ist ein bisschen unübersichtlich. Unterwegs? Ja. Ich bin da, wo immer viele. Ach, da steht er, da steht er. So ein Saupanz. So, der kommt jetzt aber mit. Jetzt bin ich jetzt aber leid hier. Echt, ey. Ich glaube, nächste Nacht müssen wir mal kochen wieder, ne? So, erste Kühlschrankaufwertung ist durch. Schön. Die zweite. Irgendwas stimmt. Ah, jetzt. Müssten wir nochmal zwei Iron Bars machen. Oh ne, gut. Das ist noch nicht durch. Warum frisst der so viel Strom? Weil der Wassergenerator an ist. Okay. Ich habe den eben angehabt, damit ich den Kühlschrank aufwerten kann. Ja, klar. Aber jetzt ist der durch. Gut, der Kannst geht auch wieder deine... hoch. Durch. Ja. Du ich. Wie Duisburg. Das noch nicht. Ja, wir lassen. Ich lasse jetzt die Motoren tatsächlich laufen. Auch damit, wenn Caro wirklich mal was machen sollte,
Damit dann auch genug Sprit für Strom für uns alle ist, ne? Ach, da kann man es doch immer noch anstellen, oder? Nee, Ressourcen verschwenden? Ohne würden wir, glaube ich, nicht auskommen, tatsächlich. Ach so. Wie tief steht die Sonne? Kann ich nochmal drüben kurz looten gehen, gucken? Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen geht noch. Bin ja auch noch unterwegs. Weil ich wollte nicht schon wieder Spielplatz. Hier drüben hab ich auch gedacht. Noch ein hübscher Madenbaum. Ach, du gehst da, okay. Ja, ihr braucht ja immer Maden, ne? Ja. Ja, mir geht's um das Holz. Naja, ist klar. Was? Ja, nix, ist schon klar. Mir geht's um beides. Ein totes Huhn, das ist ein leckeres Huhn. Komm her, oh, die lebt ja noch, die blöde Henne. Die blöde Henne lebt noch. Und das Küken piept. Ja, und wenn ich es drüben dann essen will, dann stöhnt der Nachbar wieder auf, wie wenn er Migräne hätte, du. Und wenn du den beiden dann eine ganze Kiste voller Maden in die Wohnung stellst, so, dann müssen die das Höschen wechseln. Das ist wirklich, also... Seltsam. Voll geil, oder? Seltsame Menschen. Voll und geil, ja. Die Kiste ist voll Maden. Voll und geil. Susi. Ja? Die haben keine Ahnung. Richtig. Wissen nicht, wie erotisch so Maden sein können. Kitzelig stelle ich mir das eher vor. Oh Gott. Warum machst du mir Bilder in meinen Kopf? Also, du brauchst doch keine Bilder, oder? Ich dachte, das seid doch ihr mit dem... Du brauchst keine Bilder, oder? Doch. Meine Fanta ist immer gut. Wow, hier knurrt's und ich sehe gar nichts, auch nichts weiß. Wenn du da bist, wo ich war, da waren Weiße. Schade. Ne, Wolf, das ist meine Kiste. Geh weg. Macht er nicht. Bitte vergessen. Das wird es sein. Geh. Ich hab vergessen, was ich sagen. Ja, er meckert schon. Waffe auf 3, ne? Okay. Ja. Oh, ist nicht so weit weg von mir. Das wirst du büßen, Freund. Ist aber anders, oder? Der hat's doch schon gebüßt, oder? Da. Woher weißt du das? Ich glaube, das ging so ziemlich neben meinem rechten Ohr ab, die Waffe. Ja, da guckt ich den. Das war meine Kiste. Pass auf, ein Minzsamen und eine Patronenhülse. Ach toll. Dafür habe ich jetzt mein Leben riskiert. Mhm. Hier habe ich schon ziemlich gut aufgeräumt, wenn es nicht gleich schon wieder gespawnt ist. Ja, ein bisschen Minze-Schrott ist noch gewesen, aber ich bin jetzt auf dem Weg nach Haus. Jetzt ist gleich Duschdecken. Ja. Duschdecken. Ja. Das Wasser ist höher auf dem See, oder wenn Winter ist. Ja, meine sieht Treppe so aus, ne? Verschwindet ja. Total im, ja, sieht so aus. Im Eis. Haus, wo bist du? Ja, dehnt sich ich aus. Bin, ja, das wäre logisch. Das stimmt. Warte ganz kurz. Ja. Oh. Gleich zu Hause. Oh ja, ich sehe sie. Aber nix hast du im Nacken. Nee, der hat abgelassen. Okay. Der steht am Baum. Gut. Und wundert sich. Ja. Wo ist sie hin? Warum nimmt sie nicht mit? Der hat schon eine Serviette sich umgebunden, Messer und Gabel in den Pfoten und jetzt... wo? Wollte ich die Patronenhülse in den Ofen tun, du. Das macht nicht, ja. Das rumst du ordentlich. Echt mal jetzt. Na, da sagst du was. Aber das sag aber auch mal. So.
Ach, jetzt ist schon wieder am Schneien. Ich hab's schon wieder dicke, so langsam, ne? Ja, so ich langsam. Ich will keinen Winter mehr. Ja, das ist wirklich bei dir hardcore, bei uns in so einem privaten und jetzt hier auch. Irgendwann hat man echt den Winter satt, ne? Ja, soll ich dir was verraten? Na. Bei mir im Hardcore, ne? Ist der Winter überwunden. Gott sei es gedankt. Ja. Dann können wir uns ja darauf freuen. Die Info, also der Spoiler, der da drin steckt, ist, spannend, ist, ja, ich werde es also überstehen. Aber wie? Das müsst ihr noch angucken. Geht ja noch ein paar Tage Winter, glaube ich, jetzt. Ne? Mhm. Ja. Auf wie viele Tage hast du den Monat gestellt? Genau wie hier. Wie hier? Also das heißt 60 6, Tage für 60. Ja, sind 5. Hä? Hat geklopft. Also hinten, vorne nicht. Muss ich mal hinten gucken gehen. Hallo Julia. Hi. Ich wollte heute jetzt gerade mal zu dir kommen und sagen, dass wir jetzt die Folge beenden. Okay, machen wir das. Und wenn euch das gefallen hat, was wir hier geliefert haben, dann lasst einfach mal ein Däumchen unter unseren Videos. Das wäre ganz toll. Ihr wisst ja, Verlinkung und so weiter. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao und bye bye. Tschüss.